Ich wusste, dass ich leiden werde. Wenn ich so leiden muss, wusste ich nicht. Aber ich glaube, das hat mir auf jeden Fall geholfen, das durchzuziehen. Weil ich bin nicht mit der Idee reingegangen, dass ich sage, ich fahre das hier locker runter. Vor allen Dingen, weil wir halt schon jetzt nicht in einer lauen Sommernacht darunter gefahren sind, sondern weil wir halt im November gefahren sind. Da war mit, also gerade Witterungsbeginn, nicht mit Regen, Kälte, Dunkelheit, allem zu rechnen, Gegenwind. Und genau das ist auch eingetreten. Ich glaube, es ist wichtig, immer eine realistische Einschätzung zu dem zu haben, was man vorhat. Vor allen Dingen, wenn man eine Grenzerfahrung haben will, ne? Wir haben 1 Uhr und ich bin heute nicht allein unterwegs. Heute startet das nächste Challenger. Wir fahren mit dem Fahrrad von Köln nach Amsterdam. Mit dabei ist Philipp. Ich weiß auch nicht, worauf ich mich eingelassen habe, ehrlich gesagt. Die heutige Tour sind 250 Kilometer. Wir fahren jetzt früh los, damit wir einfach hinten raus noch ein bisschen Zeit haben. Also wie wir es halt wollen, ne? Schön dunkel, nass, kalt, perfekte Bedingungen. Ich glaube, das wird eine reine Kopfsache heute. Ich habe selber keine Ahnung, ob ich es schaffe, aber genau das ist das Challenger, das wir heute versuchen werden. Philipp schafft das. Wird geil. Wir waren also unterwegs. Bevor es jetzt aber so richtig losgeht, schauen wir uns einmal die Strecke an. Die Route wird uns von Köln über Leverkusen nach Düsseldorf und dann über die deutsch-niederländische Grenze über Nijmegen durch Utrecht nach Amsterdam führen. Knapp 250 Kilometer mit 600 Höhenmetern. Und dabei sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass Philipp in den letzten 10 Jahren gerade einmal 900 Kilometer Fahrrad gefahren ist. Hier so draußen, in der Aero-Position im Mountainbike. Aber es rollt ganz gut. Wir sind jetzt immer noch in Köln. Wir sind wieder nur 2 Kilometer weiter. Aber es macht einfach Bock. Das ist was anderes als alleine, oder? Anders als alleine. So anders als alleine. Weil man einfach jemanden zum Reden hat. Ist schon cool. Was machst du da eigentlich? Ich hab die zweite Regenjacke ausgezogen. Einfach viel zu warm, wa? Das wird was, ey. Wir sind gerade 6 Kilometer unterwegs und machen unseren ersten Stop. Ich wollte eigentlich kurz fahren, aber Basti hat mir abgeraten, meint, die Strecke wäre zu lang dafür. Ich überlege auch noch was auszuziehen. Ey, für dich muss auch ein Challenger sein. Mach kurz. Kurz, Alter. Ja, genau. Erster Stop nach 17 Minuten. Die erste matschige Turbo-Banane muss gegessen werden, weil sonst die Kamera voll matscht. Wie entspannt du da auch so stehst. Du hast da so alles perfekt hinge... Die Handschuhe liegen da. Andere essen eine Banane während der Fahrt. Philipp hält dafür an und zieht sogar seinen Trinkrucksack aus. Nee. Das habe ich gemacht, um auf Klo zu gehen. Ich glaube, wir müssen mal weiter. Jetzt schon? Ich glaube, ja. Philipp ist immer noch da hinten, die Handschuhe anziehen. Ist jetzt auch losgefahren. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Man muss das einfach als ganz kleine Fahrradtour sehen, weißt du? Ja, kleine Abendrundfahrt. Wenn man im Kopf hat, das wird ein richtig langer Tag und es dauert ewig, dann dauert es auch ewig und dann dauert das, dann ist das auch für den Kopf echt nicht geil. Aber wenn man einfach im Kopf hat, das ist eine kleine Runde, wir machen ein kleines Türchen. Wir sagen einfach kleines Türchen. Kleines Türchen, lange Nacht und die bin ich gewohnt, also von daher. Alles gut. Noch geht's mir gut. Wir haben jetzt eine Stunde schon geschafft. Yay, nur noch 10 weitere. Langsam fängt schon mal ein Arsch an, weh zu tun. Echt? Glaub, das wird echt zäh heute. Ich glaube, irgendwo sind wir hier falsch abgebogen. Basti macht zweimal Tempo. Ich weiß nicht, ob das hier so richtig ist. Autobahn, meine Freunde. Einfach Autobahn. Und ich kämpfe mich durch die Nacht. Ich habe keine Ahnung, was sie mit mir macht. Ja, von Silbermond, soweit ist es schon hier. Ja. Jungs auf Kamera. Junge. Alter, ich wollte gerade ein geiles. Gerade fast der erste Unfall. Ich wollte euch eigentlich nur aufmerksam machen auf diese geil aerodynamische Flagge, die wir hinten beide am Rad haben. Die kostet uns zwar 3 km/h im Schnitt, aber ich glaube, der Style-Faktor holt sie da raus, oder? Ist aber erstaunlich gewesen, so wie es mit der Müdigkeit ging. Weil ihr müsst wissen, wir sind am 2. losgefahren. In der Nacht vom 31. auf den 30. hatten wir noch eine kleine Halloween-Party bei uns. Das heißt, da war das schon mit einer relativ kurzen Nacht einhergegangen. Und der Mittagsschlaf hat dann einfach so aus der Alltagsroutine ja auch nicht so richtig geklappt. Und dann sind wir ja auch schon losgefahren. Ja, wir sind dann ja in dem Abend haben wir uns ready gemacht und sind dann halt um 1 Uhr an der Domplatte gestartet. Das heißt, bis dahin gab es keinen Schlaf mehr. Und
da hatte ich eigentlich im Vorfeld auch ein bisschen Bedenken, dass man sagt, okay, oder dass ich das einfach gedacht habe, okay, fuck, der Schlaf könnte vielleicht nicht reichen. Es war so unbequem, so kalt, so, ja, auch körperlich anstrengend, dass man einfach überhaupt nicht müde geworden ist. Und das war eine Überraschung für mich. Hier geradeaus, hier rüber. Wir sind einfach in Düsseldorf. Alter, Meilenstein. Ja. Yeah. Nach Köln die erste große Stadt. Jetzt zum Airport und dann sind wir schnell da, oder? Ja, let's go. Ich dachte kurz, der wäre gesperrt, aber wir haben auch wieder eine rote Ampel. Halten wir natürlich an und wir können das einfach mal nutzen, einen Lagebericht von Philipp zu holen. Endlich mal wieder rot. Endlich mal wieder rot. Wie geht's dir? Gut, ich muss jetzt was essen. Was essen, ja, das ist clever. Wir sind jetzt knapp 2 Stunden unterwegs, haben fast 50 Kilometer und die Ampel bleibt rot. Ist das große oder das kleine? Ich bin das kleine. Dankeschön. Essen. Das kann ich. Fahrrad fahren? Weiß ich nicht. Sehen wir später. Sehen wir später. Dafür müsst ihr aber ein bisschen dranbleiben. Schon geil, ne? Man steht hier. Nichts los. Einfach schön in der Stadt, ne? Ist auch so still, ne? Hier kommt man mal runter. Für dieses platte Landleben. Ständig Kühe, die mühen. Stinkende Gülle. Hier ist schön. Bisschen Feinstaub. Ich glaube, die Ampel checkt uns nicht. Wir sollten uns auf das Link stellen. Wir stehen da vor. Wir könnten auch einfach fahren. Nein, Anzeigenhauptmesser sagt nein. Stell dir mal vor, der sieht die Videos, Alter. Der zeigt uns an. Er zeigt uns an, ja. Können wir nicht machen. Stehen wir hier wie so Vollidioten. Irgendwo in der Stadt vor einer roten Ampel, die nicht grün wird. Plan mal die Route um. Vielleicht können wir anders fahren. 50 Kilometer Bogen oder so. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Man steht ja immer noch nicht drauf. Ja, wir fahren weiter. Das wird hier nichts. Ich glaube, wir sind 100 Jahren noch rot. Oh, Digga. Es hört nicht auf zu regnen, ne? Wir hätten besser Flossen mitgenommen, hätten schwimmen können, Alter. Schön den Rhein hoch. Ist schon ein Erlebnis hier. Schreibt mal in die Kommentare, was ist euer Challenger? Ich habe noch was zu treten. Ich melde mich später nochmal. Wir sind mittlerweile in Krefeld. Der Regen nimmt immer weiter zu. Ich bin langsam auch komplett durchgenässt, ne? Ja. Es wird immer mehr. Man sieht das hier auch im Licht. Hier so die Regentropfen. Die Straße ist nass. Wird auch langsam ein bisschen kühler nochmal. Das macht es irgendwie nicht gerade angenehm. Wir fahren die ganze Zeit so 28, 29 km/h. Fühlt sich das da hinten an? Kann man noch eine Weile treten. Okay. Das ist doch gut. Alles in allem waren wir relativ fix unterwegs. Ich habe mich gewundert, wie schnell wir waren. Wir hatten viel Spaß. Und dann wird es mit einem Schlag einfach ganz anders. Oh, fuck. Echt? Ja. Ey, fuck, Mann. Alter, ich bin extra gerade drüber gefahren. Ich habe noch so gerufen, Achtung. Ja, ja, ich weiß. Geht's dir gut so? Wir sind immer noch in der fahrradfreundlichsten Stadt Deutschlands. Ich weiß es nicht so genau. Das Ding ist, hier vorne, wie auch hier überall, hier sind diese Bahnschienen. Und Philipp ist halt Vollgas über diese Schienen geflogen. Oh, ich bin übelst auf die Rippe gefallen. Ich glaube, ohne Helm wäre das auch richtig böse gewesen. Hier sind wir wieder bei dieser Impfgesur statt Schädelfraktur. Die hätte ich ja sicher gehabt. Ja, safe. Oh. Wir haben 3.53 Uhr. Sind 2 Stunden 33 unterwegs und haben 61 Kilometer. Da ist die Frage, ob das weitergeht, ne? Was ist denn genau passiert? Ja, es kam eine Straßenbahnschiene, die sehr gut mit Wasser befüllt und benetzt war. Ja, darauf bin ich einfach rausgerutscht. Das Vorderrad ist weggegangen, bin umgekippt, bin auf Lenker und Ellenbogen gefallen mit der Rippe. Nachdem ich dann wieder Luft hatte, was einen Moment gedauert hat, was auch ein bisschen aufgehalten hat, hat einfach jeder Meter wehgetan. Richtig krumm. Hör mal. Irgendwas schleift, warte mal. Irgendwas schleift. Dreh das mal. Oh, ach du mein Gott. Oh. Ach so, nee, das ist nur hier das.
ist nur das mit der Bände. Food Pouch. Normal müsste es wieder gehen. Boah, Alter, das, die packen aber auch gut hier. Auf Augenmaß. Okay. Oh, Alter, jetzt ist es richtig kalt. Wie geht's? Ja, geht mir super. Blendend. Geht mir nie besser. Also, wir sind jetzt wieder erstmal unterwegs. Und versuche jetzt einfach erstmal ganz langsam weiterzufahren. Den Schmerz rausfahren. Genau. Einfach erst in den Schmerz rein und dann aus dem Schmerz wieder raus. Wäre ja sonst auch viel zu einfach gewesen, Alter. Boah, Alter, jetzt das wieder losfahren, mir ist so scheiße kalt, ne? Ich meine, du hast gerade ganz andere Probleme. Das überhaupt nicht. Boah, wer ist so nicht. Ich muss einfach gucken, dass ich Luft bekomme. Pass auf die Schienen auf, ne? Ja, die sind scheiße, sag ich dir, echt. Oh. Achtung, Schienen. Also bei Schienen passen wir jetzt auf. Wir fahren weiter und melden uns später mal und hoffen einfach, dass es weitergeht. Nachdem ich dann wieder Luft hatte, was einen Moment gedauert hat, was auch ein bisschen aufgehalten hat, hat einfach jeder Meter wehgetan. Also egal, ob es jedes Schlagloch war, unzählige Kopfsteinpflaster, über die wir noch drüber mussten, oder auch diese ganzen schlechten Jokes von Basti, die einen dann zum Lachen bringen, die bringen dann einfach allen die Luft raus. Ne? Also so lachen, husten, niesen, das ist alles das Ekelhafteste, was man machen kann mit so einer Rippe. Hat's abgefuckt? Ja, ich glaube, die Bilder werden für sich sprechen. Also Krefeld, ihr seid überhaupt nicht fahrradfreundlich. Alter, guck dir diese scheiß Schlaglöcher an, Alter! Oh. Hier stinkt es einfach nur. Einfach scheiß Luft. Boah, Junge, Alter! Oh. Was, wo tut das denn jetzt? Tut das doch in den Rippen hier, oder? Ja, ich kann nicht komplett einatmen. Ich muss das. Wenn wir da sind, auf jeden Fall mal checken lassen. Also ich sag euch auch ganz ehrlich, hätte ich keinen Helm angehabt, wäre das hier ganz, ganz böse ausgegangen. Bin auf jeden Fall ordentlich drauf geknallt. Aber im Kopf geht's gut. Der Helm hat alles abgefangen. Da, wo es weh tut, ist die Rippe. Das Problem, was wir jetzt aber einfach haben, ist einfach, wir sind einfach bis auf die Unterhose nass. Einfach seit Stunden nur regnet. Alter, es ist so kalt, ne? Ja, es ist kalt. Wir können einfach hier auch nirgendwo bleiben. Weil wir einfach dann komplett unterkühlen. Gibt gar keine Option. Also, mit zwei Möglichkeiten, ne? Krankenwagen oder weiterfahren. Update. Mittlerweile 20 Kilometer weiter. 20 Kilometer von Krefeld weg. Wie steht's? Es gibt auf jeden Fall angenehmere Sachen. Es ist nach wie vor am Regnen. Wir sind nach wie vor nass. Es ist nach wie vor kalt. Jedes Schlagloch tut weh. Und es gibt hier ziemlich viele Schlaglöcher. Mhm. Oder wahlweise auch Kopfsteinpflaster. Aber wir haben jetzt Viertel vor fünf. Wir müssen noch 2 Stunden fahren, bis es hell wird. Und dann müssten wir uns irgendwo mal ein bisschen aufwärmen. Gucken, dass wir ein bisschen trocken werden. Ist auf jeden Fall gerade sehr eklig. Ich hatte gehofft, dass es nicht so früh so eklig wird. Ich glaube, wäre der Sturz nicht gewesen, wäre es bis hierhin auch noch ein bisschen erträglicher. Aber ja, fahren erstmal weiter. Der Regen wird einfach immer mehr und immer mehr. Alter. Eigentlich war sogar gutes Wetter vorhergesagt. Trocken. Ohne Regen. Das ist schon richtig, richtig ekelhaft. Die Frage ist auch, warum zur Hölle fährt man einfach im November 250 Kilometer durch die Nacht von Köln nach Amsterdam. Hätte der sich nicht irgendwie eine einfachere Zeit aussuchen können? Hast du schon mal so ein Koffein-Gel genommen? Nein. Ich bin auf deinen. Sollen wir anhalten? Die Beine sind gar nicht so sehr das Problem gerade. Aber einfach, ich kann mich nicht so frei bewegen, nicht so viel Abwechslung halten. Ich habe einfach
Ja, eine sehr monotone Haltung gerade auf dem Rad. Die kämpfen in den Ellenbogen. Lass mal anhalten, du ziehst dir das Gel. Komm, halt mal an. Komm. Halt an. Ja, lass ausrollen. Ausrollen, Alter. Junge, die Energie verschwenden. Alter. Ausrollen. Bremsen. Das habe ich noch nie erlebt. Wie lange willst du ausrollen? Es geht bergauf. Aua, Alter. Was für Ausrollen, Junge. Das ist doch noch verkrampfter, hier weiterzufahren. Mein Gott, Alter. Jetzt ist Zeit für das Koffein gehen. Ich sag dir, danach geht's wieder viel besser. 40 Milligramm Koffein. Glaube ich. Boah, guck mal, wie wir dampfen. Alter, wir sind nass. Komm, gönn dir mal also das die Bedingungen gehen. Sind top. So habe ich mir das vorgestellt. Hier, du wolltest den Müll haben. Jetzt hier vorne ist der Mülleimer. Hier ist schon ganz schön viel. Und? Das sieht so witzig aus. Ich habe noch nie jemanden so detailliert beim Gehen neben zugeguckt. Aua. Eine Maus. Ey, was ist denn hier los? Schaut euch mal diesen Weg an. Eigentlich ein geiler Fahrradweg. Echt ja, geil. Aber wir kommen halt nirgendwo an, ne? Doch, wieso? Wir kommen nicht. Wir kommen nach Amsterdam. Ich würde mich jetzt in den Zug setzen. In den Zug. Guck mal, wir fahren eine kleine Fahrradtour. Und heute Abend sind wir in Amsterdam. Wir träumen so ein bisschen von so einem Bäcker. Das wäre jetzt irgendwann mal echt geil. 95. Fast 100. Da darf man schon mal anhalten. Hier gibt es auch Kaffee und so. Soll ich mal reingehen, was holen? Ich glaube, einer sollte schon draußen bleiben, oder? Willst du reingehen oder soll ich reingehen? Was? Mir geil. Mir auch. Aus dieser Blase schmeckt immer ein bisschen Bums, ne? Ja, man muss die auch vorher so richtig sauber machen, so richtig. Das ist klar, dass das komisch schmeckt. Soll ich mal reingehen? Oh, so, Leute. Die Anzeigen Hauptmeister meldet sich zurück hier. 95 Kilometer. Willst du irgendwas Spezielles? Bring einfach irgendwas mit, was du meinst. Was meine? Mach was. Du kennst dich ja aus. Oh, so, erster Laden, den wir hier gefunden haben. Wir haben ...5:57 Uhr, also kurz vor 6. Ja, sind fast da, noch 155 Kilometer. Motivation ist hoch. Aber es könnte sein, dass es zäh wird. Hauptsache. So, die Ausbeute. Jeder kriegt einen doppelten Espresso. Dann haben wir Haribo Pasta Frutta. Und hier, Philipp, dein Leibgericht. Zwei Donuts. Ja, so gelb ich bin, kann ich auch sagen, ich bin Homer Simpson, ne? Und wie geht's? Super. Super. Was Skala von 1 bis 10? 10. 10? Mit 10, das ist gut. Bin so frisch. Ich merke ich. Ja, wir können mehr. Wir auch so todisch verwirrt, glaube ich. Weil wir 5.53 Uhr haben und so aussehen, als wären wir wirklich schon die ganze Nacht unterwegs. Und wir einfach an irgendeiner Tankstelle, im absoluten Nirgendwo, das ist die erste Tankstelle. Hier war auch die ganze Zeit gar kein Ort mehr, hier war nichts. Wir haben einfach 40 Kilometer lang nichts. Original gar nichts, ja, aber hier gab es eine Tankstelle. Also her, echt durchgekommen. Wir haben jetzt 4 Stunden 6 Fahrzeit, 93 Kilometer. Das bedeutet, wir haben einen 22,8er Schnitt. Ich glaube, das ist okay. Kommen wir zu einer ersten Zwischenbilanz. Wir befinden uns nach 4 Stunden und 47 Minuten kurz vor Kevela. Sind 95 Kilometer gefahren und es liegen noch 155 Kilometer vor uns. Der Regen nimmt weiter zu, es sind 8 Grad und so ziemlich die schwierigsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. So Leute, Philipp ist mal ganz kurz pinkeln. Ich bin mir echt nicht so sicher, was das heute noch wird. Und wie fit der wirklich noch ist. Ich hoffe einfach, dass es auch mit der Rippe funktioniert. Ja, wir bleiben dran. Es wird jetzt einfach nur ekelhaft. Was ist das hier, Alter? Nicht mal ein Kaffeestopp funktioniert hier. Ist aber nur schlimm, wenn du denkst, dass es schlimm ist. Ich will
bin Basti, willkommen auf meinem Kanal. Wir machen Child Watchers so genial. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, danke. Ich schau.